Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Ostberliner Volkskammer hat heute endgültig die Rechtsgrundlage für die ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März geschaffen. Einen Tag nach Verabschiedung des Wahlgesetzes billigten die Abgeordneten ein Parteien- und Vereinigungsgesetz. Es schreibt die Freiheit zur Bildung von Parteien fest und bestimmt den gesetzlichen Rahmen für ihre Aktivität. Nach kontroverser Debatte wurde ferner beschlossen, dass für die Wahl am 18. März Wahlkampfhilfe aus der Bundesrepublik in Anspruch genommen werden kann. Kampfabstimmungen. In der Volkskammer der DDR sind sie immer noch die Ausnahme. Am Parteiengesetz aber schieden sich wieder einmal die Geister. Der Passus, um den es dabei ging, dürfen Parteien in der DDR Hilfe aus dem Westen annehmen. Die NDPD, sie ist ohne westlichen Financier, hatte gegen Hilfe aus dem Ausland Front gemacht. Auch wenn das Gesetz am Ende verabschiedet wurde, zeigt das Abstimmungsergebnis doch die große Verunsicherung der Abgeordneten. 150 von ihnen enthielten sich der Stimme. Und nur den Enthaltungen war es zu verdanken, dass das Gesetz durchkam. Ab 1. Januar 91 allerdings, so schreibt es das Gesetz fest, dürfen die Parteien keine Schenkungen oder wirtschaftliche Unterstützung mehr aus dem Ausland annehmen. Dann aber ist die Wahl in der DDR gelaufen und, so spekulieren viele wohl auch, stellt sich das Problem nicht mehr. Wesentlicher Bestandteil des Parteien- und Vereinigungsgesetzes ist auch folgender Punkt. Verboten ist die Gründung von Parteien und Vereinigungen, die faschistische, militaristische oder antihumanistische Ziele verfolgen, sowie Glaubens-, Rassen- und Völkerhass bekunden. Damit soll offenbar ein Verbot rechtsextremer Kräfte in der DDR erreicht werden. Im Visier hatte man die Republikaner. Zum Grundsatz des Parteiengesetzes gehört die Chancengleichheit. Schenkungen sind möglich, Spenden über 10.000 Mark müssen offengelegt werden. Wenn am 18. März in der DDR gewählt wird, dann können nicht nur Parteien zur Wahl antreten, sondern sich auch Bündnisse von Parteien wie die Demokratische Allianz für Deutschland oder Bürgerbewegungen wie das Bündnis 90 dem Votum der Wähler stellen. Wirtschaftsministerin Luft kündigte heute vor der Volkskammer an, dass die DDR in die deutsch-deutschen Verhandlungen über eine Währungsunion eine eigene Sozialcharta einbringen wolle. Sie solle dem Willen der DDR-Bürger zu einem sozialverträglichen Weg in die deutsche Einheit Rechnung tragen. In einem Interview mit der Ostberliner Jugendzeitung Junge Welt kündigte die Ministerin an, dass die Preise in der DDR bis zur Wahl im März stabil bleiben. Nach dieser Ankündigung beruhigte sich die Situation in den Lebensmittelgeschäften in der DDR weitgehend. Der Generalstaatsanwalt der DDR hat gegen den früheren Chef des Gewerkschaftsbundes FDGB Tisch Anklage wegen Vertrauensmissbrauchs und Untreue erhoben. Tisch wird vorgeworfen, den FDGB um rund 4,5 Millionen Mark geschädigt zu haben. Die Gelder gingen in ein Jagdreservat mit luxuriöser Behausung. Ferner geht es um 84.000 Mark für Privaturlaube sowie 100 Millionen Mark, die Tisch eigenmächtig dem damaligen SED-Jugendverband FDJ überweisen ließ. Ebenso wie Tisch befindet sich seit Anfang der Woche der ehemalige DDR-Ministerpräsident Stoff auf freiem Fuß. Die Generalstaatsanwaltschaft begründete die Haftverschonung mit dem Gesundheitszustand und fehlender Fluchtgefahr. Die Anklage gegen Stoff soll bis Ende März fertig sein. Eine 500.000 Bundesbürger haben Eigentumsansprüche in der DDR. Diese Zahl nannte heute das Ministerium für innerdeutsche Beziehung. In Bonn hat heute zum ersten Mal eine deutsch-deutsche Kommission verhandelt, die solche Vermögensfragen klären soll. Zu denen, die nachfragen, wie sie an ihr Eigentum in der DDR kommen, gehört Klaus Marx. Vor 31 Jahren baute er hier in Mühlacker einen neuen Betrieb auf. Zuvor hatte seine Familie eine mechanische Werkstätte bei Leipzig aufgegeben. Marx war enteignet worden. Jetzt will er wenigstens Grund und Boden in der DDR, 80 Hektar, zurückhaben. Ja, ich möchte das Grundstück wiederhaben, weil es ein Besitz der Familie gewesen ist und weil ich auf diesen Besitz nicht verzichten möchte. In der DDR geht unterdessen die Angst, um Häuser zu verlieren, teurere Mieten bezahlen zu müssen. DDR-Stellen sprechen von teils aggressiven Forderungen. Noch aber gelte DDR-Recht, auch wenn der Bundesgerichtshof die Enteignungen für unrechtmäßig erklärt hat. Eine Neuregelung birgt nicht nur politischen Zündstoff, sie ist auch rechtlich überaus schwierig. Was tun, wenn der Staat zum Beispiel ein enteignetes Haus weiterverkauft hat? Im innerdeutschen Ministerium rät man, Bundesbürger sollten höchstens mal in die DDR-Grundbuchämter schauen.
Ich würde sagen, dass alle, die Vermögen in der DDR haben und wünschen und hoffen, dass sie dieses Vermögen wiederbekommen, sich zunächst einmal zurückhalten sollten. Es sind sehr schwierige gesetzliche Regelungen notwendig. Wir müssen auch die Interessen der DDR-Bevölkerung in diesem Zusammenhang eindeutig wahren. Vor den Wahlen am 18. März, so die Deutsch-Deutsche Kommission heute, werde es keine Einigung geben. Danach rechnet man mit einer Prozesslawine. Schon heute gäbe es täglich 300 Anfragen. DDR-Außenminister Fischer hat die Mitgliedschaft eines vereinten Deutschland in der NATO erneut abgelehnt. Vor der Volkskammer sagte Fischer, ein Deutschland in der NATO müsste alles in Frage stellen, würde den Weg zur Einheit Europas verschütten und sei deshalb für keine Seite zumutbar. Auch in dieser Frage könnten die Deutschen eine Lösung nicht alleine finden. Bundesaußenminister Genscher sieht zwischen den jüngsten Äußerungen des sowjetischen Staatschefs Gorbatschow zur deutschen Einheit und den Ergebnissen des Kanzlerbesuchs in Moskau keinen Widerspruch. Genscher sagte heute im Deutschlandfunk, Gorbatschow habe sich noch einmal zum Ziel der deutschen Einheit bekannt. Bonn habe im Übrigen nie einen Zweifel daran gelassen, dass Gespräche mit der DDR nicht hinter dem Rücken der vier Siegermächte geführt werden. Die Stellungnahmen aus Moskau, so Genscher, zeigten aber, dass es in der Sowjetunion noch sehr viele psychologische Probleme beim Thema deutsche Einheit gebe. Gorbatschow hatte erklärt, die Vereinigung der Deutschen gehe nicht nur sie allein an. Polen wünscht nach den Worten von Ministerpräsident Mazowiecki einen Vertrag mit den beiden deutschen Staaten zur Westgrenze noch vor einer möglichen deutschen Einheit. Auf einer Pressekonferenz in Warschau forderte Mazowiecki auch die Teilnahme Polens an der sogenannten Sechserkonferenz. In den deutsch-polnischen Beziehungen nähert sich die Stunde der Wahrheit. Das sagte Premierminister Mazowiecki am Nachmittag. In diesem historischen Augenblick werde sich erweisen, was das Wort von der Aussöhnung wert ist. Mazowiecki sieht keine akute Gefahr für die Oder-Neiße-Grenze, aber die Umtriebe der Republikaner im Westen, nationalistische Tendenzen in der DDR und die Tatsache, dass ein klares Wort des Bundeskanzlers immer noch fehle, das mache ihm Sorgen für die Zukunft. Damit kein rechtsfreier Raum entsteht, sollen die beiden deutschen Staaten einen Vertrag mit Polen paraffieren, der die polnische Westgrenze garantiert. Das geeinte Deutschland sollte den Vertrag dann nach der Vereinigung endgültig unterzeichnen. Frage: Wie wünschen Sie sich nach einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten die militärische Zuordnung des Gebietes der DDR? Antwort: Minister Genscher hat gesagt, dass die NATO nicht bis an die polnische Grenze vorrücken darf. Eine Neutralität Deutschlands lehnte Mazowiecki ab. Wichtig sei die Erhaltung des europäischen Gleichgewichts und eine Garantie der Oder-Neiße-Linie. Die Zeit, in der die Bundesregierung die Zweifel an ihrer Haltung zur polnischen Westgrenze selbst aus der Welt räumen könnte, läuft ab. Der polnische Vorschlag einer internationalen Garantie gewinnt an Boden und dem müssten sich die Deutschen dann beugen. Die Vereinigten Staaten werden der Tschechoslowakei umfassende Wirtschaftshilfe gewähren. Der tschechoslowakische Staatspräsident Havel sagte nach einem Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten Bush in Washington, die USA wollten künftig seinem Land die sogenannte Meistbegünstigungsklausel einräumen. Nach Polens Solidarność-Führer Lech Wałęsa vor einigen Monaten, heute erneut ein Auftritt eines mutigen Repräsentanten der osteuropäischen Reformbewegung vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses mit minutenlang stehendem Beifall und Hochrufen der Senatoren und Abgeordneten. Václav Havel unterstrich in einer stark philosophischen Rede den Willen der CSSR, den Weg zur Demokratie und Frieden zu Ende zu gehen. Wenn Sie mich fragen, wie die USA uns helfen können, dann antworte ich so paradox, wie mein Leben verlaufen ist. Sie helfen uns am meisten, wenn Sie der Sowjetunion auf ihrem nicht umkehrbaren, aber äußerst schwierigen Weg zur Demokratie helfen. Václav Havel kam nicht als Bittsteller. Er setzte keine billigen Pointen. Er war mehr nachdenklicher Dramatiker als politischer Präsident. Der KSZE-Prozess von Helsinki müsse mit der Zeit die Blöcke überwinden. Der KSZE-Rahmen können auch den Friedensprozess in Europa besiegeln. Das KSZE-Dach kann dann auch ein künftiges demokratisches Deutschland und den Prozess der selbstbestimmten Vereinigung in eine neue paneuropäische Struktur einbetten, in deren Rahmen Europa über sein eigenes Sicherheitssystem entscheiden wird. Garantierte Grenzen und freie Wahlen inbegriffen.
Václav Havel hielt eine große Rede, in der er auch klarstellte, dass er kein neutrales Deutschland fordere und auch nicht die Auflösung des Warschauer Pakts morgen und der NATO übermorgen. Aber dass am Ende des Prozesses Europa kein geteiltes Waffenlager mehr benötige. Der saarländische Ministerpräsident Lafontaine ist heute in der ersten Sitzung des neu gewählten Landtages in Saarbrücken für weitere 5 Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Der 46-Jährige erhielt alle 30 Stimmen seiner Fraktion. Die 21 Abgeordneten von CDU und FDP stimmten gegen ihn. Es ist Lafontaines zweite Amtszeit. 3 der 9 Minister seines Kabinetts sind Frauen. Lafontaine hat bisher noch offen gelassen, ob er als Kanzlerkandidat antreten wird. Die Zinsen für Darlehen und Hypotheken sind weltweit stark angestiegen. In der Bundesrepublik ist vor allem geliehenes Geld für den Wohnungsbau oder Kauf in den letzten Tagen teurer geworden. Das Geld steht und fällt mit den Ostfantasien, wie man die politische Entwicklung in Finanzkreisen nennt. Fest steht, dass für die Wirtschaftsreform der DDR sehr viel Geld nötig ist. Darauf hat sich der Kapitalmarkt eingestellt und so stiegen die Zinsen drastisch. Vor allem von der Bundesregierung wird eine höhere Verschuldung erwartet für die Sozialreform der DDR. Dieser Geldbedarf wirkt sich auf die langfristig angelegten Renten und Staatsanleihen aus. Hier stiegen eben die Zinsen, weil Anleger das gute Geschäft wittern. Das aber hat zur Folge, dass Geldaufnehmen immer teurer wird. Ein Schlachtfest, so sagen Bankleute, an dessen Ende die Bauherren stehen. Die Hypothekenzinsen kletterten sozusagen täglich in wenigen Monaten um 4 auf jetzt über 10%. Private Bauherren, die eine variable Finanzierung in der Hoffnung auf Niedrigzinsen vereinbart hatten, kommen nun ins Schleudern. Neue Finanzierungen werden immer teurer. Experten fürchten auch um das Wohnungsbauprogramm der Bundesregierung. Der Zinsanstieg könnte eine verheerende Wirkung haben, das politisch so dringend benötigte Bauprogramm für Aus- und Übersiedler ins Stocken geraten. An der Börse hat die Ostfantasie vor 2 bis 3 Wochen große Geschäftigkeit ausgelöst. Sie wird jetzt aber vom politischen Alltag eingeholt. Weil Währungs- und Wirtschaftsunion noch weitgehend unklar sind, herrscht jetzt große Zurückhaltung, vor allem bei den Japanern, die sich anfänglich so heftig engagierten. Solange über die deutsch-deutsche Währungsunion, die letztlich über die künftige Stärke der D-Mark entscheidet, Unklarheit herrscht, bleibt zudem die Angst vor einer Inflation. Im ersten Monat dieses Jahres sind so viele Kraftfahrzeuge neu zugelassen worden wie nie zuvor in einem Januar. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg waren es mehr als 230.000, fast 14% mehr als ein Jahr zuvor. 92% der neu zugelassenen Fahrzeuge sind Personenwagen. Der Bundeskanzler hatte heute den Hochadel aus Fasching und Karneval zu Gast. Prinzen und Prinzessinnen, Tollitäten und Lieblichkeiten samt umfänglichem Hofstaat. Hauptattraktion Prinzessin Annette die Erste und Prinz Michael der Vierte aus München. Unter den wohlwollenden Blicken seines Chefs versuchte Regierungssprecher Klein dann in der Münchner Prinzengarde Tritt zu fassen. Ein Test für seine Bewerbung um den Münchner OB-Sessel? Der Bundeskanzler bekam für seine umfangreiche Ordenssammlung weitere Prunkstücke. Dem Außenminister war anzumerken, dass er sich auf diplomatischem Parkett wohler fühlt. Das Fazit von Helmut Kohl: Wer sich nicht freuen kann, kann auch nicht schaffen. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Sie lauten Ziehung A 8, 9, 10, 11, 38, 46, die Zusatzzahl 33. Ziehung B 1, 7, 17, 30, 35, 49, Zusatzzahl 12. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 2, 1, 6, 6, 3, 4, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 22. Februar. Im Alpenvorland zunächst stark bewölkt und vereinzelt etwas Regen. Später, wie schon im übrigen Deutschland, heiter bis wolkig und trocken. Tiefsttemperaturen 3 bis 8 Grad. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten: am Freitag nach Auflösung einzelner Nebelfelder meist sonnig und sehr mild.
Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin gereizte Stimmung in Übersiedlerlagern, eine Reportage aus Nordrhein-Westfalen und Empörung in der Schweiz. Es wurde überwacht und abgehört.